Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor geraumer Zeit habe ich diese Kovin E7 Kopfhörer getestet. Und heute haben wir die SE7 Kopfhörer von Kovin. Ganz neu in Deutschland. Ich habe bis jetzt noch keine Bewertung gefunden. Deshalb sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Ich werde die natürlich mit den E7 mal so ein bisschen vergleichen. Und als erstes gucken wir uns wie immer den Verpackungsinhalt an. Verpackung von Kovin sieht wie immer mega aus. Hier haben wir sogar eine Folienprägung in Silber. Nichts, nichts, nichts. Und hinten drauf nochmal Facebook etc. von Kovin. Ah, wie immer, $1 an UNICEF gespendet. Thank you. Ein User Guide. Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Die VIP-Karte von Kovin. Oh man. Braucht kein Schwein. Ne? Sieht aber cool aus. Und hier haben wir die Kopfhörer. Und zwar diesmal. Kunstleder-Etui, würde ich sagen. Sehr schön. Mit Tragegriff. Sieht schön aus, muss man sagen. Auf jeden Fall. Zum Vergleich lege ich direkt mal die E7-Tasche daneben. Mega schwer. Also die Tasche ist halt komplett steif, auch an den Seiten hier. Diese Tasche ist auch steif. Hier steif. Allerdings hier vorne nicht steif. Wenn wir es jetzt irgendwie in einen schweren Koffer tun, denke ich, ist man mit der Tasche schon besser bedient, weil hier kann man schon echt fest drücken. Weiter geht's. Wir machen mal diesen schönen Reißverschluss auf. Gucken, was uns erwartet. Okay, die Tasche geht nicht weiter auf als so. Als erstes mal hier ein Säckchen mit Zubehör. Ein Micro-USB-Kabel zum Laden. Ich packe das direkt mal aus. Sehr schön in Gold. Alles sieht sehr edel aus. Dann haben wir hier einen Klinke-Klinke-Stecker. Keine Ahnung, auf Klinke. Also das ist echt hier so ein, glaube ich, ich nenne es jetzt einfach mal alter Anschluss. Aber ich glaube, das haben die hochwertigen Stereoanlagen öfter, diesen Anschluss. Sieht auf jeden Fall auch richtig edel aus. Dieser schöne Adapter ist übrigens auch noch dabei, den habe ich irgendwie übersehen. Ich denke, das ist so ein Adapter, wie man ihn im Flugzeug findet, bin mir aber nicht sicher. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Kopfhörer hier drin. Gucken wir uns mal gerade die Tasche zu Ende an. Also hier hinten haben wir noch mal so eine kleine Box hier hinten, wo wir was reintun können. Und das war's mit der Tasche. Hier haben wir jetzt an sich die Kopfhörer. Die kann man so schön einklappen. Im Gegensatz zu den anderen, ich zeige das mal gerade, die alten können wir halt nicht klappen, die können wir nur so drehen. Ne? Also da können wir jetzt die Dinger so wegdrehen und dann brauchen wir trotzdem noch diesen Platz. Und die neuen, ja, verbrauchen halt dann einen Ticken weniger Platz. Kovin, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, ganz schwach nur. Also das Design gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Doch, ich würde schon sagen, das ist schwarz-matt. Hier oben sind auch noch irgendwelche Ein-Auslässe dran. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die vorhandenen Anschlüsse. Alles ist auf der rechten Seite hier. Ein Loch, was hundertprozentig der Mikrofoneingang ist. Ein Micro-USB-Ladeanschluss. Ein Klinkestecker. Einmal laut, leiser, vor, zurück. Dann haben wir hier Musikpause etc. Und das ist gleichzeitig auch der Anknopf. Also damit schalten wir die Kopfhörer an sich ein. Und hier oben haben wir nochmal einen separaten Schalter für Noise Cancelling. Das heißt, wenn wir den umlegen, ist erstmal nur das Noise Cancelling an. Das heißt, wir können die Kopfhörer auch nur mit Noise Cancelling betreiben, müssen sie also gar nicht einschalten. Wenn wir sie jetzt noch anschalten wollen, drücken wir hier länger. Und da ist das Ding. Kennen. Ah, da sind sie. SE7. Sie blinkt nicht mehr rot-blau, sondern leuchtet jetzt nur noch blau. Blinkt blau. Das heißt, wir sind verbunden. Bevor ich mir die Kopfhörer anziehe, gucke ich hier gerade nochmal im Detail. Also können natürlich die Bügel verlängern, das ist auch noch ein gutes Stück. Das sieht dann immer noch schön aus. Das Material um die Ohrmuschel rum fühlt sich sehr, sehr weich an. Die Oberfläche sieht echt schön aus, muss man sagen. Und mehr gibt es eigentlich zu der Außenhülle gar nicht zu sagen. Oben haben wir natürlich auch Kunstleder mit Schaumstoff, damit das auch nicht hart am Kopf ist. Und sonst gibt es jetzt von außen eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Und wir setzen die jetzt einfach mal auf. Jetzt haben wir eben mal beide Kopfhörer am Start gerade. Hier die E7, hier die SE7. Die E7 sind auf jeden Fall hier unten auf dem unteren Stück auch noch gepolstert. Die SE7 sind hier nicht gepolstert, das fällt halt schon mal direkt auf. Vom Gewicht her tun die sich überhaupt nichts. Gucken wir mal von der Länge her, ob es da einen Unterschied gibt. Aber ich würde sagen, die sind auch gleich lang. Klar, das Ohrteil ist hier ein bisschen größer bei den SE7 gefühlt. Von der Dicke her tut sich auch gar nichts. Also eigentlich sehen die fast,
Also optisch sehen die natürlich immer ein bisschen anders aus, aber sonst sind die eigentlich relativ identisch. Wir gucken jetzt einfach mal, wie sie sich anfühlen. Sitzen sehr locker, also man denkt, man hält sie gar nicht auf. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen Musik wie immer an. Okay, wir probieren jetzt mal die anderen nochmal. Also die sitzen halt schon irgendwie ganz anders auf dem Ohr. Die dichten noch einen Ticken mehr ab, würde ich fast sagen. Boah, ist das schwer. Warte mal. Okay. Tonmäßig höre ich jetzt erstmal gar keinen Unterschied zwischen den beiden. Active Noise Cancelling ist sehr, 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 sehr schwer zu beurteilen. Da müsste ich mich mit beiden wahrscheinlich mal ins Flugzeug setzen oder in eine Bahn. Und dafür habe ich definitiv im Moment keine Zeit. Was ich im ersten Moment jetzt erstmal feststelle, die sitzen halt irgendwie nochmal ein bisschen fluffiger auf dem Kopf, weil das hier so oval ist. Und das ist eher rund. Und man hat das Gefühl, der dichtet zwar ein bisschen mehr gegen Geräusche ab, aber der sitzt noch viel angenehmer. Also ich habe die E7-Kopfhörer wirklich jeden Abend mittlerweile an, wenn ich Videos schneide oder so. Und die sitzen aber echt nochmal einen Ticken angenehmer auf dem Kopf. Also man merkt sie einfach weniger. Ich mache jetzt mit dem Video einfach mal einen kleinen Break. Teste die in Ruhe. Werde vor allem das Noise Cancelling mal die Tage ein bisschen im Garten testen, beim Rasenmähen, Laubsaugen, was mir alles so einfällt. Und gebe dann nochmal ein Fazit ab. Einige Tage sind vergangen, beziehungsweise sogar, glaube ich, anderthalb Wochen. Und ich habe diese Coven-Kopfhörer nochmal ein bisschen unter die Lupe genommen, Laub gesaugt und so weiter. Also echt, bis jetzt bin ich ziemlich begeistert. Der Preis könnte sich zwar noch ein bisschen legen. Das Noise Cancelling funktioniert auf jeden Fall viel besser als bei den normalen E7. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr, wenn wir irgendwie eine schnelle Bewegung machen oder es gibt einen Ruck, dass irgendwas dumpf wird. Also das ist viel, viel besser. Die Kopfhörer könnten einen Ticken Bass lastiger sein für meinen Geschmack. Andere Leute werden sagen, wie bei den Beats-Kopfhörern, die sind total übertrieben vom Bass her, sagen ja viele. Ich stehe halt auf viel Bass, weil ich viel Elektromusik höre. Und das ist natürlich mega geil, wenn man den Bass hat. Was hier auch nochmal besonders ist, das muss man extra nochmal, das will ich jetzt nochmal erwähnen, also ich kann das Noise-Canceling auch wirklich nur das Noise-Canceling anschalten, ohne irgendwie das Bluetooth-Modul einzuschalten oder sowas. Also der Kopfhörer fängt da nicht an, wild rumzusenden, sondern man kann einfach das Noise-Canceling anmachen und sich zurücklehnen. Viel mehr gibt es zu den Kopfhörern erstmal nicht zu sagen. Ich werde es natürlich weiterhin anziehen. Wenn mir irgendwas auffällt, schreibe ich es unten in die Kommentare. Und das soll es soweit gewesen sein. Vergesst auf gar keinen Fall den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.